Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir machen weiter mit der aktuellen Aktion Nacht des kristallklaren Seitenklangs und dem Unterteil durch Nebel und Wellen. Während des Laternenrituals scheint sich Hui Jing, die Steuerfrau der Kruxflotte, auf eine einzigartige Ausbildungsprüfung vorzubereiten. Auftrag durch Nebel und Wellen. Sprich mit Hui Jing und gleicher Text. Lange nicht mehr gesehen. Frohes Laternenritual. Vielen Dank. Paimon wünscht dir auch alles Gute. Alles Gute zum Laternenritual. Wir haben gesehen, dass die Alcor eine Menge von Waren aus dem Meer und Dekorationen hat. Es ist so lebendig wie eine Stadt. Nicht schlecht, oder? Die gesamte Dekoration wurde vom Kapitän ausgesucht. Sie wollte, dass sich die Diensthabenden während des Festes wie zu Hause fühlen. Und nicht nur das. Vor dem Laternenritual hat der Kapitän jedem von uns eine Prämie gegeben und mehrere große Festmahle organisiert. Das Essen für jedes Festmahl wird bei renommierten Restaurants bestellt. Nicht nur bei Restaurant Wan Min, das wir immer besuchen, sondern auch bei Lokal Jin Yue und Liu Li Pavillon. Alle haben sich sehr gefreut. Paimon will das auch ausprobieren. Oh, Prämien und Festmahle, wie schön. Paimon hatte keine Ahnung, dass Beidou auch so ein Auge für Details hat. Eigentlich hat der Kapitän die Angelegenheiten der Flotte immer sorgfältig in Ordnung gehalten. Wir werden nicht nur sehr gut bezahlt, sondern sie hat bei den Feiertagen auch Geschenke für unsere Familien vorbereitet. Zuvor hat der Kapitän vom Tianhuan einige geschäftliche Informationen erhalten und die Veranstaltungsstrategie für die Krux verbessert. Die Einnahmen der Roten Flotte sind in die Höhe geschnellt. Der Kapitän hat auch unsere Gehälter erhöht. Auf diese Weise ist die Mannschaft für jede Herausforderung bestens gerüstet. Wenn die neuen Rekruten hören, wie gut die Kruxflotte ihre Mannschaft behandelt, werden sie besonders motiviert sein. Neue Rekruten? Hä? Sollten während des Laternenrituals nicht alle im Urlaub sein? Was macht ihr noch Überstunden? Nichts dergleichen, keine Sorge. Der Kapitän hat im Voraus schon eine Umfrage gemacht. Einem Teil der Mannschaft wurde vorzeitig Urlaub gewährt, während die anderen Tage später beinehmen können. Auf diese Weise hält jeder die Ferien und es wird immer jemand da sein, der die Alcor bedient. Ich gehörte zu der Gruppe, die früher Urlaub bekommen hat und bin völlig erfrischt auf meinen Posten zurückgekommen. Ich bereite mich gerade auf meine Ausbildungsprüfung vor durch Nebel und Wellen. Durch Nebel und Wellen, aber wohin? Ist das eine neue Herausforderung? Genau, du hast es erraten. In den letzten 2 Jahren ist das Handelsvolumen in Liyue stark angestiegen und viele Menschen haben sich den Matrosen angeschlossen. Geduld, Mut und Einsichtigkeit sind bei der Seeschifffahrt höchst anspruchsvolle Fähigkeiten. Matrosen müssen angemessen ausgebildet sein, um ein Schiff sicher zu fahren. Neben dem Erwerb der 4 Hauptzertifikate und der 5 Nebenzertifikate, die insgesamt 9 vom Rat für allgemeine Angelegenheiten vorgeschriebenen navigationsbezogenen Qualifikationen ist auch eine 2-jährige maritime Ausbildung erforderlich. 9 Qualifikationen und noch eine 2-jährige Ausbildung, das ist doch schwer. Das ist doch so schwer. So schwer ist das nicht. Schließlich ist es weitaus besser, sich auf die Arbeit gut vorzubereiten, als unvorbereitet aufs Meer hinauszufahren und eine böse Überraschung zu erleben. Der Rat für allgemeine Angelegenheiten organisiert die meisten Ausbildungskurse, die jeder mit passablen Segelkenntnissen absolvieren kann. Diese Kurse sind nicht allzu schwierig. Natürlich werden einige Handelsschiffe auch gefährliche Gewässer durchqueren müssen, daher müssen die Matrosen auf diesen Schiffen noch gründlicher ausgebildet werden. Angesichts der Erfahrung der Kruxflotte im Umgang mit rauer See haben wir gemeinsam mit dem Rat ein intensives Ausbildungsprogramm organisiert. Matrosen, die die Ausbildung erfolgreich absolvieren, erhalten nach Abschluss ein Zertifikat, Qualifikationen für gefährliche Gewässer und einige vom Rat vorbereitete Belohnungen. Da ich mich in den umliegenden Gewässern am besten auskenne, hat mich der Kapitän mit der Planung dieser Ausbildungsprüfung beauftragt. Wartet mal kurz. Ihr zwei seid doch ziemlich gut mit dem Wellenreiter, oder? Wollt ihr es auch mal versuchen? Wenn es euch nichts ausmacht, würde ich mich freuen, wenn ihr mir Vor- und Nachteile dieser Prüfung mitteilen würdet, damit ich sie rechtzeitig verbessern kann. Nun, Paimon will auch wissen, wie viel Geschick die Mannschaft braucht, um das gefährlichste Gewässer zu durchqueren. Und zusätzliche Belohnungen gibt es auch noch. Jeder profitiert etwas davon. Versuchen wir es doch mal. So viel Wagemut, dann markiere ich die Routen von durch Nebel und Wellen für euch. Bitte gebt euer Bestes. Bei durch Nebel und Wellen gibt es den Mehrspielermodus Hitzewellenmodus und den Einzelspielermodus Ruhige Seemodus. Durch den Abschluss jedes dieser Modi hast du die Gelegenheit, alle Belohnungen zu erhalten. Bei durch Nebel und Wellen gibt es insgesamt 3 verschiedene Routen. Vor Beginn der Herausforderung wird eine dieser Routen zufällig ausgewählt. Im Detail kannst du die Regeln der einzelnen Routen unter Erläuterung zur Spielweise nachlesen.
Zu Beginn der Herausforderung kann der Vane-Reiter seine schwere Kanone nicht benutzen. Indem du auf der Route leuchtende Objekte aufsammelst, erhältst du zufällige Spezialtechniken. Der sinnvolle Einsatz dieser Spezialtechniken kann eine große Hilfe für das Bestehen der Herausforderung sein. Bei der Herausforderung werden die LP des Vane-Reiters durch Robustheit ersetzt. Wenn beim Hitzewellenmodus die Robustheit deines Vane-Reiters aufgebraucht ist, verlierst du sämtliche erhaltenen Herausforderungstaler und trittst den Schifffahrtsbeobachtermodus ein. In diesem Modus kannst du keine weiteren Herausforderungstaler oder leuchtende Objekte einsammeln. Nach einer Weile endet der Schifffahrtsbeobachtermodus und der Vane-Reiter kann wieder an der Herausforderung teilnehmen. Sobald beim ruhigen See-Modus die Robustheit aufgebraucht wird, endet die Herausforderung und die Auswertung beginnt. Bei Ende der Herausforderung erhältst du umso mehr Punkte, je mehr Herausforderungstaler du gesammelt hast. Okay. Okay, also es gibt jetzt quasi die beiden Modi. Ja, würde ich sagen, machen wir einfach mal. Ah, die Punktobergrenze wird in 10 Stunden auf 3000 erhöht. Ja, aber muss man wirklich beides machen? Weil hier wird ja nur eine Punktzahl angezeigt. Ich mache jetzt mal einfach Einzelspieler, einfach nur mal, um zu gucken, vor allem, wie viele Punkte man auch überhaupt bekommt. Und um uns einfach zu trainieren, ne? Bevor ich jetzt mehr Spieler starte und dann komplett zerstört werde. Das ist dann, glaube ich, auch nicht so sinnvoll. Ja, wenn dann gewinnen. So, gucken wir mal. Was ist denn das? Ach du Heilige. Ach du Heilige Makrele. Ach du Heilige Makrele. Eieieiei. Hilfte in den Laternen, die den Farben des Feuerwerks entsprechen, verstecken sich Herausforderungstaler. Oh. Eieiei. Uff. Ach, er leidet Schaden, wenn der den Laternen mit den Nicht-Feuerwerk entsprechenden Farben. Oh. Also wir haben immer noch grünes Feuerwerk. Wir haben immer noch grünes Feuerwerk, also grüne Dinge einsammeln. Eieiei. Oh. 152, ist das gut? Ich habe keine Ahnung. Okay, 600 Punkte und gesamt sind es 2000. Aber das ist schon unsere Gesamtpunktzahl. Also irgendwie haben die das anders erklärt. Haben die nicht gesagt, man muss zwangsläufig den Mehrspielermodus auch absolvieren, um überhaupt alle Belohnungen freizuschalten? Ach so, es gibt dann wahrscheinlich noch extra. Ah, na gut, nevermind. Es gibt wahrscheinlich noch extra Herausforderungen, die habe ich mir jetzt nicht angeschaut. Das müssen wir noch machen. Aber schauen wir jetzt einfach mal. Ist nochmal die gleiche Map? Oh, ist nochmal die gleiche Map, wow. Okay. Kann man sich jetzt gegenseitig beschädigen? Oben hat nur 3 Leben im Online-Modus. Das ist jetzt die Frage, kann man sich gegenseitig kaputt machen? Wahrscheinlich schon, ne? Oh nein. Oh no. Wie einer einfach im Wasser steht mit seiner Figur, statt in einem Boot. Oh oh. Oh oh. Okay, man kann sich gegenseitig nicht abschießen. Aber man muss es ja mal probieren, ne? Man muss es ja mal probieren. Meine. Was macht denn die E-Fähigkeit eigentlich? Das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Oh oh. Ach, das ist ein Schutzschild oder was? Oh oh. Okay. Ich glaube, ich bin gerade Erster. Ach du Heilige. Ah ja, ist tatsächlich, ist wirklich ein Schutzschild.
Oh wow. Hä, was soll denn das bringen? Okay, grün. Wir müssen grün sammeln. Sehr gut. Oh wow, der eine hat 100 Punkte. Rot. Wir brauchen Rot. Oh nein, nicht rot. Das ist orange. Oh no. Boah, der hat 170 Punkte. Was? Uff. 180 Punkte hat der Grün. Ey! Ach komm, no way! Ich war direkt vor zwei Laternen. Oh no. Eieiei. Oh! Oh, ich habe nur noch ein Leben. Okay, what happened? Das waren noch 12 Sekunden. Oh, jetzt sag mir nicht, das zählt jetzt alles nicht, weil jemand rausgegangen ist. Ah, nee. Schauen wir uns die Belohnungen an. Gesamtpunktzahl 500. Mann, also wirklich. Also, was sind denn eigentlich die Spieler teilweise für. Also wirklich. Da ist jetzt einfach jemand rausgegangen. 12 Sekunden nach von einer 2-Minuten-Challenge. Das Ganze war jetzt 2 Minuten. Und jemand ist in den letzten 12 Sekunden rausgegangen. Und dann fliegen alle raus und man kriegt gar nichts dafür. Ey, das ist so toxisch. Das ist unglaublich. Ohne Spaß. Was soll denn das eigentlich? Und es ist vollkommen egal. Man kann einfach alles im Solospieler machen. Mache ich jetzt auch. Ich hasse Online-Modus bei sowas. Weil die Leute sind einfach so. Was soll denn das eigentlich? Warum geht man. Ganz ehrlich, wenn du Letzter bist, ja, dann bist du halt Letzter, oder? Ist doch egal. Aber du wirfst einfach 2 Minuten deines Lebens weg, nur weil du nicht verlieren kannst. Was soll denn das eigentlich? Meine Güte, ey. So. Ja, Singleplayer wesentlich besser. Das ist die ganze Wartezeit am Anfang nicht. 30 Minuten. 30 Sekunden Wartezeit ist auch komplett übertrieben, meiner Meinung nach. Und ja. Also wenn ich das vorher richtig mitbekommen habe sozusagen, dann wird die Punktzahl, die ich jetzt habe, verdoppelt und das ist dann die Punktzahl, die ich bekomme. Okay, wir brauchen Grün. Uff. Komplett falsch. Ich war direkt neben drei Laternen. Wow. Also die Punktzahl am Ende, die wird verdoppelt und das sind dann die Punkte, die ich bekomme. Meine Kannentalerzahl. Nicht Kannentaler, meine Talerzahl. Eieiei. Nope. Immer noch grün, oder? Vorher hatte ich 150. Ist gar nicht so einfach. 150 Punkte ist gar nicht so wenig. Oh, nice. 220, jetzt müssen wir jetzt 400 Punkte bekommen. 440. Ah, und nochmal 300 zusätzlich. Ah, okay, nice. Also 700 insgesamt, das heißt, wir haben jetzt 1300. Also machen wir es noch einmal. Ja, das ist eigentlich so eine klassische Aktion, das kann man eigentlich alles erst ganz am Ende machen. Weil alle 2 Tage wird anscheinend die Punktobergrenze um 1000 erhöht. Das heißt, theoretisch könnte man einfach bis zum letzten Tag warten. Und dann einfach am Stück alle 6000 Punkte holen. Ja, aber ist egal. Kann man so und so machen. Da ist man dann ein bisschen eingespielt sozusagen. Oh, was ist das? Oh! Oh! I had no idea. Uff.
Eieiei, ich habe noch zwei Leben. Oh, das geht auch. Man kann das Ding halt echt nicht drehen, den Wellenreiter. Ich habe jetzt die ganze Zeit ungefähr 5 oder 6 Sekunden lang die Taste D durchgehend gedrückt und es dauert einfach gefühlt 10 Sekunden, bis du eine komplette Umdrehung machst. Das ist crazy. Eieiei. 166 Punkte, das ist nicht gut. Puh, das war knapp. Okay. Ja gut, müsste aber reichen. 692, genau. Das heißt, wir müssen jetzt an der Punktobergrenze eigentlich angekommen sein und dann hat sich das, glaube ich, erledigt. Ja, 2000 von 2000. Ach, man kriegt eh keine Belohnung mehr dafür. Ah, doch, 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 doch. Okay. Wow, man kriegt echt viel Urgestein. 5000 Punkte ist die maximale Anzahl. Okay. Ja, wie gesagt, sehr schade im Online-Modus, dass da jemand rausgegangen ist. Ich meine, fairerweise zur Verteidigung desjenigen, man weiß ja eh nicht, wer es war. Könnte natürlich auch gewesen sein, dass Internetverbindung genau in dem Moment weg war oder schlecht war. Aber bei 12 Sekunden kurz vor Schluss und zwei Leute, die wirklich mit Abstand ganz hinten waren, ist das dann, naja, kann man halt immer sagen als Ausrede. Und ich sag mal so, es ist nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Also es gab schon öfter solche Online-Herausforderungen. Und ich hatte es eigentlich gefühlt jedes Mal, dass irgendjemand einfach rausgeht, bevor die Herausforderung vorbei ist. Und das ist immer ziemlich nervig. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.